Freigemacht ist der Podcast für alle Human Design Freaks, die bereit sind, sich frei zu machen, sich aus den gesellschaftlichen Konditionierungen zu befreien und radikal ihren eigenen Weg zu gehen. Hey, ich bin Steffi Wilms und seit 2018 in meinem eigenen HD-Experiment und nehme dich hier mit auf meine Reise. Also, drück deinem Verstand das Popcorn in die Hand und übergib deinem Körper das Steuer für dein einzigartiges Leben, weit weg vom Mainstream. Bereit, wenn du es bist. Los geht's. Herzlich willkommen heute hier im Podcast Freigemacht, der Human Design Real Talk. Und ich habe heute die liebe Vanessa bei mir zu Besuch in einem Interview, im zweiten Interview jetzt hier im Podcast. Und wir wollen heute mal so ein bisschen über das Thema Projektoren sprechen. Die liebe Vanessa ist nämlich eine Projektorin und tief in ihrem eigenen Prozess. Ich habe Vanessa damals kennengelernt, in Anführungsstrichen, wir kennen uns nur über Instagram, aber ich habe sie damals das erste Mal gesehen, wahrgenommen auf Instagram. Da war sie noch sehr MG-mäßig unterwegs, sehr laut, sehr präsent, sehr so, und ich meine, auch damals fand ich ihre Energie schon faszinierend. Und dann habe ich sie verloren, so ein bisschen aus meinem Sichtfeld. Ich bin dann mal eine Zeit lang allen entfolgt und dann war Vanessa auch wieder raus aus meinem Feld. Und dann habe ich sie zufällig in einer damaligen Membership wieder gesehen und habe irgendwie festgestellt, wow, das ist eine ganz andere Energie. Also ich konnte mich an ihre damalige Energie erinnern und das war so, oh, was ist da passiert? Und dann bin ich auf ihr Profil gegangen und habe eben gesehen, dass sie so diese Projektorprozesse gerade stark durchlebt und es auch sehr viel teilt. Und habe eben diesen Vergleich auch gehabt, wie stark sich ihre Energie verändert hat in dieser Zeit. Und wie sie, ja, also wie du tatsächlich, Vanessa, dann auch ja ganz anders auf einmal gewirkt hast. Nicht mehr so laut, nicht mehr so präsent, aber dafür so viel authentischer. Also du hast mich so mehr abgeholt und mitgenommen. Und ich fand dich damals, wie gesagt, schon faszinierend. Aber da war es eher so eine Faszination aus meinem eigenen Nicht-Selbst heraus, glaube ich auch noch. So dieses Nicht-Selbst und Nicht-Selbst ziehen sich ja auch gern an, ne? Das funktioniert ja ganz gut. Deswegen funktioniert ja auch diese ganze Marketing-Geschichte da draußen. Und da ich natürlich jetzt schon eine ganze Zeit lang in meinem eigenen Prozess bin und mit mir verbunden bin, war es dann auch so eine Verbindung direkt zu dir, weil ich gespürt habe, wie echt du auf einmal warst. Und deswegen freue ich mich total, dass du heute hier bist und wir so ein bisschen über das Projektor-Dasein sprechen, über diese Instagram-Welt sprechen, wie das halt auch als Projektor möglich ist. Und ich mag gerne auch so ein bisschen vielleicht aus der Generator-Perspektive auch was mit reingeben. Und stell dich doch als erstes mal vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, danke Steffi für die Einladung, für die echte schöne Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, die von dir bekommen zu haben, mehrmals. Und ja, ich bin die Vanessa. Ich bin emotionale Projektorin 2-4. Ich bin jetzt seit, ich habe gerade noch mal im Kopf kurz nachgerechnet, ich bin jetzt seit ungefähr 3 Jahren im Experiment, beziehungsweise vor 3 Jahren bin ich auf Human Design gestoßen. Ich glaube, ich würde sagen, so richtig, richtig tief in meinem Experiment, radikal, wie man sagen würde, bin ich jetzt so seit ungefähr 1,5 Jahren. Und ich bin seit 3 Jahren auch auf Instagram unterwegs als Mentorin, als Coach, als Guide, wie man es auch immer nennen möchte. Meine ersten Themen, wo die Steffi auch schon gesagt hat, als ich noch mehr MG-mäßig unterwegs war, da habe ich tatsächlich immer sehr von der Arbeit mit dem Unterbewusstsein auch gesprochen, manifestieren, aber nicht auf die Art und Weise, wie sich, ja, von der sich manche vielleicht jetzt gleich abgeschreckt fühlen, sondern wirklich immer schon aus dem Selbst heraus, ja, aus dem Inneren heraus. Nicht mit dem, was der Verstand so möchte, sondern mit dem, wo der Körper dich halt einfach hinführt. Und deswegen bin ich auch immer tiefer in Human Design eingetaucht, weil es halt um den Körper geht eigentlich. Ja, klar, der Verstand spielt auch eine Rolle. Aber wir wollen ja alle unser Selbst kennenlernen, das Individuelle, Differenzierte, und ja, da sind wir alle, auch ihr, wo ihr zuhört, vielleicht irgendwo auf dem Weg, am Anfang, am Ende, ganz egal, und ja, jetzt sprechen wir ein Stück weit drüber, würde ich sagen. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben uns ja jetzt in letzter Zeit öfter mal ausgetauscht über Instagram, auch über das Thema halt Projektor sein. Ich finde es sehr faszinierend und sehr spannend und ich habe halt immer wieder Projektoren auch in meinem Feld, in meinen Kursen, in meinen Ausbildungen und immer wieder die Frage danach eben, was bedeutet das jetzt wirklich, Projektor zu sein in einer Welt,
voller sakraler Energie, 70% Generatorin, die hier rumlaufen und ihre sakrale Lebensenergie in die Welt versprühen. Und dann kommt der Projektor, der so eine ganz andere Energiequalität hat. Ja, es gibt auch noch Manifestoren und Reflektoren. Ich nehme die manchmal ein bisschen raus, weil die einfach eine andere Aura haben und dadurch einfach oft geschützter sind vor dieser Energie und besser bei sich bleiben können, als der Projektor das kann. Ich finde, die Projektoren, wenn ich denen begegne, wenn die so frisch und im Design kommen, sind ja für mich immer die eine der konditioniertsten Wesen, die ich kennenlernen darf, die so gar nicht mehr wissen, wie sie eigentlich funktionieren, aber völlig davon überzeugt sind, dass sie sehr genau wissen, was für sie richtig ist. Und eben wie du damals so diese Energie versprühen und diese Schnelllebigkeit im Prinzip noch besser drauf haben als jeder MG oder Generator, bis sie eigentlich meistens irgendwann zusammenbrechen oder ihr Körper es ihnen signalisiert über irgendwelche Probleme, ob innen oder außen, über die Haut, über den Darm, über was auch immer, und sie dann irgendwann merken, okay, irgendwas stimmt nicht. Und ich finde gerade das eben auch sehr spannend. Und ich weiß ja, dass du seit einigen Tagen, Wochen schon, vielleicht magst du gleich selber sagen, wie lange schon, du bist ja immer mal wieder so ein Struggle auch mit dieser Instagram-Welt, ne? Und die ist ja eben sehr, sehr schnelllebig, wenig nachhaltig. Da geht es viel darum, also gerade wenn man dort sein Business macht, musst du präsent sein, du musst Marketing machen, du musst verkaufen, so, du musst dich verkaufen. Und du hast dich aber in letzter Zeit ziemlich zurückgezogen und ich weiß, das hast du schon immer mal wieder gemacht, aktuell wieder sehr stark. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, warum, was die Instagram-Welt mit dir als Projektorin macht und warum du jetzt gerade wieder in so einer Phase bist, wo du, ich glaube, auch nicht so richtig weißt, wie es weitergehen soll, oder? Ja, das ist ganz spannend. Am Anfang, also diese 3 Jahre, die ich das jetzt schon mache, da versucht man natürlich irgendwie eine Strategie zu finden und man versucht irgendwie zu schauen, wie machen es denn die anderen? Wer kann mir was zeigen? Wer kann mir lernen, wie es geht und wie es funktioniert und wie ich Menschen erreichen kann, wie ich, und meine Intention war immer die, anderen zu helfen, ja, so. Und seid ihr ja auch irgendwie hier, ne? Also ich sage immer, ja, natürlich ist dieser Bedürfnis an euch, anderen Menschen irgendwie zu helfen, weil das ja auch irgendwie eure Grundaufgabe ist, ne? Dieses Guiden, andere Menschen führen, aber eben nicht aus dem, hier, ich bin für dich und deswegen musst du mir jetzt folgen. Ne? Das hat ja so eine ganz andere Energiequalität einfach beim Projektor. Es ist halt einfach, das kommt halt inhärent aus mir raus, dieses oder guiden wollen, soll ich jetzt mal unterstützen. Support wäre ja schon wieder ein bisschen, wenn wir von der Tribal-Energie sprechen, die ich ja quasi gar nicht in mir habe. Aber dieses Guiden wollen und ja, und dann versuchst du natürlich anfangs irgendwie zu schauen, wie machen es die anderen? Wie funktioniert es? Wie kann ich da mitmachen quasi so? Und ich habe halt einfach gemerkt, dass mich das total ausbrennt, ja, dass ich da nicht, ich kann da nicht mithalten, ich kann nicht schnell sein, ich kann nicht ich mag es auch nicht, mir irgendwelche Sachen, Pitches zu überlegen, um den anderen zu überzeugen oder sonst irgendwas. Und ich bin halt dadurch, dass ich ja auch eine Zweierlinie habe, ich brauche einfach auch immer wieder die Zeit für mich, ja. Und wenn du halt gefühlt immer hörst, du musst jeden Tag aktiv sein, du musst jeden Tag präsent sein, du musst dich zeigen, du musst sprechen, du musst am besten so und so viele Stories am Tag machen, dann musst du bei den anderen Menschen, die dich sehen, aufs Profil gehen, da kommentieren, du musst da sein, du musst immer präsent sein. Und das war für mich so nicht machbar auch, ja. Ich meine, versuchen tun wir es alle, jeder versucht oder hat wahrscheinlich diese ganzen Strategien ausprobiert. Man glaubt ja auch, dass es so richtig ist am Anfang, ja. Man glaubt ja, so muss es sein. Und so funktioniert es. Ich hat sich das im Nachhinein betrachtet sehr falsch angefühlt. Ja, es war immer so ein gewisser innerer Widerstand da, der natürlich ein Zeichen von meinem Körper war, hey, da gehen wir eigentlich nicht lang oder da wollen wir nicht lang gehen. Und es hat natürlich eine Zeit gedauert, darauf zu hören. Ja. Vor allem, wenn du dich dann zurückziehen möchtest und für dich sein möchtest und aber jeden Tag das Gefühl hast, ja, aber dann laufen wir doch alle davon. Wer hört mir denn zu? Wer ist denn auch da? Wer wartet denn jetzt eine Woche auf mich? So, wer wartet denn 3 Tage auf mich? Ja, diese Gedanken hat man ja dann die ganze Zeit. Und das
macht es natürlich schwieriger, sich dann einfach das zu erlauben, wonach der Körper aber gerade verlangt. Ja, und ich glaube, ich habe immer mehr lernen dürfen, es mir wirklich zu erlauben, mich zurückzuziehen. Ich habe es immer wieder angekündigt, auch habe es dann irgendwann nicht mehr angekündigt, wenn ich mal einfach 3 Tage halt nichts zu sagen hatte. Ja, ich habe, wenn ich nichts zu sagen habe, dann sage ich halt nichts. Ja, nur irgendwie noch in den Köpfen zu sein. Und jetzt war es aber aktuell so, ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken, seit Monaten, Gedanken darüber gemacht, wie es denn aussieht mit dem Thema Anerkennung und Wertschätzung, ja. Dieses wirkliche Gesehenwerden, das einfach einen riesen Unterschied macht. Und wenn man das als Projektor erlebt, wirklich anerkannt zu werden. Und zwar nicht für eine Show, die man macht, nicht für das Nicht-Selbst, das man gerade präsentiert, sondern wirklich für das, was in einem ist. Ja, dann, man weiß einfach, wie sich das anfühlt, wie erfüllend das ist. Und ich habe mich immer wieder gefragt, kann ich das auf Instagram haben? Kann ich da Verbindungen haben, ja, bei denen das so ist? Mhm. Und ja, ich habe Menschen kennengelernt in diesen Jahren, bei denen es sich genauso angefühlt hat, ja, wo ich wirklich die Anerkennung spüre, auch ja von dir, ja, du erkennst mich an, du siehst mich, du gibst mir die Wertschätzung, du lädst mich genau auf die Art und Weise ein, wie es für mich korrekt ist. Ich habe auch andere Menschen kennengelernt, aber trotzdem hast du jeden Tag gefühlt diesen Druck, die anderen dazu zu bringen, dich jetzt zu sehen und dich anzuerkennen. Mhm. Das war immer so ein Struggle für mich. Mhm. Und da kam halt dann auch die Frage hoch, okay, ist Instagram die Plattform für mich? Ist Instagram überhaupt die Plattform? Für wen ist es denn überhaupt eine Plattform? Ja? Für wen ist es denn korrekt? Manifestoren korrekt, weil die einfach losgehen können und im Endeffekt informieren. Ein super Informationsportal, ja. Also so, das sind halt so Fragen, die hochgekommen sind irgendwie für mich. Und in letzter Zeit habe ich einfach gemerkt, diese Gedanken in meinem Kopf kreisen ständig um dieses Thema. Und dazu kommt ja noch, aktuell weiß ich gar nicht, was ich anbieten möchte, was ich den Menschen irgendwie präsentieren möchte, worüber ich sprechen möchte. Dann hast du ständig diesen Druck, okay, du musst dir ein Angebot irgendwie machen, damit du damit du was hast, damit du nicht in Vergessenheit gerätst, damit du natürlich auch auf eine Art und Weise Geld verdienst. Ich meine, ich führe ja ein Business. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, hey, ich habe 2 Kinder zu Hause, ich habe einen Mann, ich habe ein Leben, das ich wirklich auch leben möchte, bewusst leben möchte, genießen möchte. Und ich möchte nicht in der Früh aufstehen und meine Gedanken kreisen die ganze Zeit um diese Welt, um diese Instagram-Welt. Mhm. Deswegen habe ich mich dann eben entschieden, mich zurückzuziehen und eine Pause zu machen. Mhm. Ich erstmal wieder dieses Feuer, aber doch diesen Funken in mir zu finden, der wirklich für das brennt, was mich erfüllt. Fühlt sich für mich wirklich nach Erfolg an, ja? Nach diesem Projekt Erfolg, der halt nichts mit dem Erfolg zu tun hat, den dir diese Welt, ob es jetzt Instagram ist oder auch die reale Welt natürlich, als Erfolg verkaufen möchte. Mhm. Ja, für mich jetzt, ich glaube, 2 Wochen her oder 4 Wochen her, dass ich angekündigt habe, dass ich eben diese Pause mache. Und es fühlt sich sehr befreiend an, tatsächlich. Was natürlich jetzt auch irgendwo ein Stück weit zu dem Gedanken führt, komme ich überhaupt irgendwann wieder zurück? Ja. Und der macht natürlich auch Angst, weil ich ein Business führe. Und ja, das ist so der Stand, der aktuelle Stand. Da bin ich gerade. Super spannend. Wir sind ja auch im Austausch. Wir haben dann, als du gegangen bist, unsere Privatnummern ausgetauscht, weil ich das einfach auch sehr schön finde, das ein bisschen mit beobachten zu dürfen und mit dir im Austausch zu bleiben, weil nicht nur Projekt, sondern auch für uns generell. Also grundsätzlich ist diese Social-Media-schnelllebige Welt vielleicht nicht immer korrekt im Sinne von, wie wir geschult kriegen, wie wir sie korrekt nutzen müssen. So, ne? Also ich glaube, natürlich gibt es für Menschen, für die ist super, aber die Frage ist halt auch immer, in welchem Ausmaß, in welchem Umfang, welche Strategie, so, ne? Also wir sind halt alle individuell und da zu gucken, hey, was ist wirklich dienlich für mich? Also was lässt mich mehr wert fühlen und nicht, was lässt mir am Ende des Tages weniger wert fühlen?
Auch ich merke solche Momente mit Instagram, weil einfach in einer Welt, in der du ständig Glitzer, glamourös, perfekte Welt, Menschen siehst, die alles haben und denen es immer gut geht, ja auch einfach viel in das Vergleichen kommst. Und Vergleich findet immer statt aus unserem Nicht-Selbst und wir damit natürlich unsere Nicht-Selbst-Themen wieder nähren. Und zwar ohne Ende, finde ich, in dieser Welt, wenn wir nicht sehr bewusst und sehr achtsam und sehr vorsichtig sind, kann uns eben Instagram, finde ich persönlich, wieder richtig in unser Nicht-Selbst hineindrücken und uns zu etwas machen, was wir eigentlich nicht sind. Bis wir irgendwann, das finden wir eine Zeit lang wahrscheinlich auch toll, also auch ich habe lange in meinem Nicht-Selbst agiert in dieser Welt, damals war es noch Facebook und ich fand es eine Zeit lang richtig cool und richtig toll, dieses laute, schreiende Gedöns da draußen zu machen, bis mich es irgendwann ausgenockt hat. Also wir können das ja mal eine ganze gute Zeit lang durchziehen. Und ich habe immer das Gefühl, ihr Projektoren noch länger und besser als wir Generatoren, weil ihr halt, ihr habt zwar keine sakrale Energie, ja, das haben wir, aber wir sind halt irgendwann, wenn wir leer sind, sind wir leer, dann sind wir fertig. So, und ihr macht euch nicht leer. Also ihr zieht diese Energie über Wochen, Monate, Jahre. Ladet ihr euch kontinuierlich mit dieser Energie auf und ich habe Projektoren gesehen, die sind unfassbar in dem, was sie erschaffen und leisten, ja, und werden dann dafür ja auch anerkannt, da haben wir wieder diese Thematik, ne, ihr werdet dann ja in eurem Nicht-Selbst anerkannt, was für eine tolle Leistung ihr bringt und wie präsent ihr seid und wie cool eure Strategie funktioniert, wie viele Kunden ihr habt und was ihr anders findet, mega geil, dann hast du aber irgendwie bis Projekt, du hast ein undefiniertes Herz und all diese Dinge sind eigentlich nicht wichtig für dich und du wirst genau dafür anerkannt. Und das drückt halt dieses Nicht-Selbst ja noch mehr an die Oberfläche. Und das eigentliche Selbst, das, was dich in dir verankert, macht dich ja eigentlich, wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Und immer mehr, also versinkt, finde ich, auch immer mehr in diesen Selbstzweifeln innerlich. Nach außen hin strahlt man dann eine Persönlichkeit aus, die innerlich aber gar nicht standhalten kann. So, das ist meine Erfahrung. Und für euch Projektoren geht es ja immer um dieses Thema Anerkennung. Anerkennung ist für euch der erste Schritt zur Einladung, ne? Also für alle, die jetzt vielleicht Human Design noch nicht so gut kennen, ihr wisst, hier auf meinem Kanal gibt es keine Basics mehr im klassischen Sinne, aber einfach nochmal so kurz, der Projektor hat die Strategie, anerkannt zu werden für das, was er wirklich ist. Ich finde, da scheiden nämlich oft schon die Geister, wenn man so in diese Human Design Welt guckt, gerade so in diese Coaching Instagram Bubble von Human Design, auch dieses Anerkennung, Einladung, okay, aber für was werde ich denn anerkannt? Da fängt schon an, das auszusortieren. Werde ich anerkannt für das, was ich bin, also das, was in mir definiert ist, oder werde ich anerkannt für das, was ich nicht bin, nämlich für meine Leistung, meine Geschwindigkeit und all die Dinge, die eigentlich dem Projektor nicht entsprechen, ja. Und dann eben erstmal zu erkennen, ist es die korrekte Anerkennung für mich? Und dann ja erst im Prinzip noch auf die Einladung mit der Autorität zu reagieren sozusagen. Es hat einfach eher einen Prozess für euch. Und das meine ich, wo du vorhin am Anfang gesagt hast, so ihr Projektoren seid oft einfach auch langsamer in dieser Welt. Hängt ja auch viel mit diesem Prozess zusammen, dass ihr erstmal überhaupt die Möglichkeit habt, dass Menschen euch sehen können. Ohne dass ihr euch anbiedern müsst. Ich finde ja, beim Projektor hat man schnell diese Energiefrequenz von Bedürftigkeit dahinter. Ne? So, sieh mich, sieh mich, sieh mich, schau, was ich kann, schau, was ich leiste, schau, wie groß ich bin. Was auch faszinierend ist, wenn wir selbst im unser Nicht-Selbst sieht diese Bedürftigkeit und macht, wow. So, deswegen werden so viele Projektoren im Nicht-Selbst, glaube ich, wenn ich das so beobachte, auch sehr erfolgreich. Aber ich weiß immer nicht, ob die wirklich glücklich sind. Magst du da vielleicht mal so als Projektorin aus dem Nähkästchen plaudern, was Anerkennung für dich so wirklich bedeutet, wie sich korrekte Anerkennung anfühlt, wie sich falsche Anerkennung anfühlt und auch wie du so ein bisschen diese Nicht-Selbst-Welt als Projektor wahrnimmst? Mhm. Ja, also dieses Thema Anerkennung ist halt super spannend, weil wie du es schon gesagt hast, man ist irgendwie gefühlt das ganze Leben damit beschäftigt, andere Menschen dazu zu bringen, einen zu sehen, einen wertzuschätzen quasi. Ja, es ist es wirklich. Und auch für ich zum Beispiel, das ist eigentlich ganz spannend, weil irgendwo möchte ich auch gar nicht wirklich, ich möchte gar nicht, dass mir ständig jemand zusieht, dass ich wirklich beobachtet werde in diesem Sinne, ja, aber ich möchte halt einfach für das, was in mir ist, anerkannt werden. Ich möchte
einfach, dass man das annimmt, ja, dass es so ist, dass ich so bin. Und ich glaube, der erste Schritt, um anderen die Möglichkeit zu geben, das zu tun, war ja natürlich erstmal mich selber kennenzulernen. Mit dem, was ich wirklich bin. Und weil wir halt, ich meine, wir Projektoren sind ja auch hier, um konditioniert zu werden, ja, durch die Energie des anderen, weil wir ja erst dann wirklich guiden können, wenn wir in diese tiefe Verbindung gehen. Aber das ist, führt halt auch dazu, ja, aufgrund unserer Aura, die ja nach außen strahlt, ja, dass wir halt von klein auf ständig konditioniert sind und von klein auf eigentlich gar nicht wissen, ja, aber wer bin ich denn wirklich? Ja? Und wenn du dann nicht irgendwann diesen Punkt hast, wo du es durch irgendein System, bei mir war es jetzt Human Design, ja, bei anderen ist es vielleicht was anderes, aber wo du wirklich dich kennenlernen kannst, eine reine Energie, ja, dies ohne irgendwas Verfälschtes, dann wirst du, glaube ich, eine Schwierigkeit drin haben, anderen überhaupt die Möglichkeit zu geben, dich wirklich anzuerkennen, weil du immer diese Nicht-Selbst-Shitshow spielen wirst und bespielen wirst, glaube ich, ein Stück weit. Weil die Welt ist ja aufgebaut auf Leistung. Die Welt ist ja aufgebaut auf Schnelligkeit. Und du wirst da nicht rauskommen, wenn du es nicht selbst erkennst irgendwo. Mhm. Ich glaube natürlich, ja, Human Design hat mir da unglaublich geholfen und eine riesengroße Freiheit gegeben, eine riesengroße Akzeptanz, Annahme auch gegeben. Aber der Punkt, wo es angefangen hat, war ja bei mir der Saturn Return, wo ich diese Panikattacken bekommen habe und diese ganzen Sachen und wirklich gemerkt habe, hey, irgendwie lebe ich mein Leben nicht so, wie es sein sollte oder wie es sich eigentlich gehören sollte. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen, ja, und dann kam halt irgendwann Human Design dazu. Und ich finde, unabhängig davon, für was diese Welt aufgebaut ist oder worauf diese Welt aufgebaut ist, dieses Zusehen bei dem, ja, bei diesem Leben aus dem Nicht-Selbst heraus, das halt einfach die meisten Menschen führen, es ist schon sehr erdrückend. Es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es ist einfach ja traurig auch ein Stück weit, das zu sehen und gleichzeitig aber ja auch zuzusehen, wenn wir jetzt wieder bei der Instagram-Welt sind, wie viele Erfolg haben damit, ja, Erfolg in Anführungszeichen, wie viele denken, es ist richtig so, wie sie es. Und ich glaube nicht, dass es sich immer richtig anfühlt für diese Menschen. Das ist eigentlich, worum es ja geht. Wie fühlt es sich denn für dich im Inneren an? Ja? Wie fühlt es sich denn für dich wirklich an? Mhm. Und darum geht es ja. Wir haben ja alle unsere Signatur, ja, die wir im besten Fall erfüllen wollen. Für mich ist es der Erfolg, der Projektorerfolg, und der fühlt sich halt komplett anders an, als wie irgendwie große Geldbeträge auf dem Konto oder weiß ich nicht, viele Menschen in einem Raum sitzen haben, den ich angeboten habe oder sonst was, das ist halt per se nicht der Erfolg. Ich muss letztens so schmunzeln, ich bin mit dem Auto wohin gefahren und meine Tochter saß auf dem Beifahrersitz und wir mussten etwas zu meiner Oma bringen. Und ich habe sie gefragt, ob sie den Kofferraum aufmachen möchte und die Sache aus dem Kofferraum holen möchte. Sie ist aber noch etwas klein und ich habe sie angewiesen. Ja, sie hat gesagt, Mama, sagst du mir, wie ich den Kofferraum heben muss, damit ich ihn quasi wieder zumachen kann? Und ich habe sie angewiesen, sie hat es gemacht, sie hat es geschafft und das ist Erfolg für mich gewesen. Ja, das war mein Projekt. Ich konnte die Energie meiner Generatorentochter leiten. Und es sind so Kleinigkeiten, aber das interessiert ja die meisten Menschen nicht. Es interessiert die meisten Menschen nicht, was sie deinem Alltag immer wieder für Kleinigkeiten oft machen und tun, wo sie anleiten können, wo sie eben auch Generatoren, wo sie ihre Befriedigung erfahren. Ja, es interessiert die meisten Menschen nicht, wenn es nicht mit dem Erfolg zusammenpasst, den die Welt vorgibt. Und das ist für mich oft so schwierig zuzusehen und auch schwierig, mich gleichzeitig durch diese Welt zu navigieren. Weil ich ja auch irgendwie sorgen muss für gewisse Dinge. Ich habe zwei Kinder, es ist auch nicht immer einfach, weil auch da habe ich nicht immer wieder die Energie dafür, gewisse Dinge zu tun. Ja, es ist,
Das sind alles eben gerade so Sachen, die mich zu dieser Pause bewegt haben und wo ich mir überlege, wie kann es weitergehen für mich, aber natürlich auch, wie kann es weitergehen für mich in dieser Welt. Ja? Ich kann mich ja irgendwie nicht gefühlt immer komplett rausnehmen. Es geht halt nicht so. Ja, ich glaube, wir beide hatten das Thema schon ein paar Mal, so diese Thematik, ist unsere Welt überhaupt schon bereit für die Projektoren? Ja, so, ich glaube auch nicht, weil wir einfach noch zu sehr in einer Nicht-Selbst-Welt leben, einer Welt voller sakraler Nicht-Selbstwesen, wo eben auch die Projektoren durch diese Konditionierung dieses frustrierten Nicht-Selbst vom Generator ja im Prinzip auch gar keine Möglichkeit haben, wirklich in ihre Kraft zu kommen, weil sie brauchen sich ja einander, ne? Diese Abhängigkeit in Anführungsstrichen, das ist nichts Negatives, also ne, Abhängigkeit bitte hier nicht in irgendeiner Form bewerten, aber im Human Design sprechen wir davon, dass der Generator braucht den Projektor und der Projektor braucht den Generator, um überhaupt in das ganze Potenzial zu kommen. Und wenn aber natürlich die Generatoren nicht bereit sind und schauen wir uns die Welt da draußen an, also es ist voller Frust und Kampf und Erschöpfung, alle arbeiten irgendwie 24/7, sind im 9-to-5-Job und es ist nicht per se der 9-to-5-Job das Falsche, sondern sie sind im falschen 9-to-5-Job, so, ne, wir Generatoren sind schon hier, um zu arbeiten, ist das, was wir lieben, ist das, wofür wir da sind. Aber wenn wir das Falsche tun, dann leben wir halt in Welt, eine Leben voller Frust und diese Frustfrequenz strahlen wir halt auch noch in unser ganzes Umfeld aus. Und ihr kriegt diese Konditionierung ja so tief in euch eingepflanzt, dass ihr gar keine Chance habt, wirklich euch zu sehen und gesehen zu werden und dann eben auch richtig anerkannt zu werden und damit ihr dann im Prinzip wieder uns guiden könnt, damit wir in unsere ganze Kraft reinkommen. Also es bedingt sich ja irgendwie einander und wenn wir nicht aufwachen, wacht ihr nicht auf. So, also es ist ja, unsere Welt ist so ein Stück weit gerade in so einem Wandel. Also man merkt schon, dass immer mehr Menschen ja ein anderes Bewusstsein bekommen. Ist ja auch nicht ohne Grund, warum Human Design, Astrologie und diese ganzen energetischen Tools so einen Hype gekriegt haben in den letzten 10, 20 Jahren. Wir merken ja, es kommt was, aber es ist halt bei aller Liebe, wenn wir mal wirklich die Augen aufmachen. Wir sind ja so in unserer Bubble, ne? Irgendwann, wenn wir so da unterwegs sind, ist es immer so, boah, das sind so viele bewusste Menschen um mich rum. Wenn wir den Blick wieder weitermachen, sind wir ganz ehrlich, sind halt immer noch irgendwie 98% da draußen immer noch völlig unbewusst. Also die Welt ist einfach immer noch im Nicht-Selbst und die 2%, die jetzt vielleicht die Augen langsam öffnen, es ist halt gerade echt noch nicht so einfach und ich glaube gerade eben ihr als Projektor, deren Aufgabe ja ist, in dieser Welt tatsächlich auch etwas zu verändern, was zu transformieren, indem ihr helft, dem Generator aufzuwachen. Aber es könnt ihr halt immer erst, wenn der Generator bereit ist. Ja, das ist wieder diese Thematik von der Projektor, kann sich schon hinstellen und sagen, hey, ich weiß was, ich kann dir helfen, ich sehe da was. Aber wenn es der Generator noch nicht hören und haben kann, dann geht es meist nach hinten los, so meine Erfahrung. Ich kann aber auch ganz schlecht, wenn ich in einem Projekt, ich habe Projektor Menschen in meinem Feld, Freunde und auch Kunden und immer wieder merke ich, wenn ein Projektor auf mich zukommt und ich bin nicht bereit für den, ich bin nicht bereit für seinen Rat, ich habe nicht danach gefragt, das klingt manchmal böse, aber ich habe nicht danach gefragt, dann ist das sehr unangenehm, wenn der Projektor kommt und sagt, hey, mach das doch so und so oder hey, was hältst du davon? Oh, da geht richtig was in mir ab. Weil es einfach, es ist unnatürlich. Es ist unnatürlich. Natürlich ist, ich bin bereit für dich und lade dich ein, weil ich dich sehen kann und dann kannst du mich in mein Potenzial bringen. Ja, genau. Und ich glaube, ganz viele, ich spüre natürlich auch, also jetzt, wo ich es bewusst beobachten kann, spüre ich natürlich auch, wie sich das anfühlt. Oder auch hier zurückblicken, wie sich das angefühlt haben muss, ganz, ganz oft, wenn ich so vorgebretscht bin, ja, und den Menschen, ich habe gehört, klar, wenn ich nie jemanden danach fragt, so wirklich, so richtig, wo du es fühlst, derjenige möchte meine Meinung haben, dann gehst du irgendwann los. Und ich habe auch viele Projektoren, Freunde, wo ich natürlich ganz genau beobachten kann, okay, das war jetzt wieder so aus dem Nicht-Selbst heraus, dieses, und es fühlt sich pieksig an, es fühlt sich nicht gut an. Merkt man ja dann auch gleich im Gegenüber, ja. Das ich finde immer, das ist,
wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, aber ich vergleiche das echt immer mit so einer energetischen Vergewaltigung. Also krasses Wort, aber es ist so ein bisschen ein Eindringen ohne meine Erlaubnis in meine Energie. Ja. Also wenn ich nicht bereit für dich bin, wenn ich mich nicht öffne für dich, dann ne, das ist diese Aura, die ja so, dieser so penetrierend in meine Aura eingreift. Und das ist wie so ein energetischer Übergriff. Genau, ja, verstehe ich voll. Und das ist wirklich auch eine Kunst, die man auch wieder erlernen darf, sich zurückzuhalten. Und es ist nicht nur eine Kunst, sondern es ist auch eine Schwierigkeit. Es ist echt eine Schwierigkeit, weil wir einfach so krass Dinge sehen. Oder ich spreche jetzt für mich, weil ich einfach Dinge wahrnehme, anders sehe, oft wirklich schnell was sagen wollen würde, ja, und Worte können da halt dann so schnell was verändern, und ich aber wirklich mich zurücknehmen muss, wenn ich einfach nicht die Einladung bekomme dazu, etwas zu teilen. Mhm. Und das war auch wirklich in den letzten Jahren was ich gelernt habe, und ich bin da sicherlich nicht perfekt drin, also braucht man nicht annehmen, dass das dann irgendwie nie mehr so ist, ja, aber was ich auch sagen muss, es ist viel leichter für mich, weil der Widerstand ja nicht da ist. Ich meine, wie du schon sagst, es fühlt sich an wie der energetische Vergewaltigung, und das lässt der Generator oder der MG gegenüber, der lässt sich das ja auch spüren dann, ja? Was du jetzt gerade da nicht erwünscht bist. Und entweder du spürst es nur oder derjenige sagt es dir auch, und es ist ja für dich dann auch wieder uncool, ja? Es ist ja, du spürst es ja dann auch wieder so stark. Und das ist ja auch nicht schön. Und wirklich dazu lernen, bei dir zu bleiben und wirklich zu warten, in dem Wissen auch, dass die Menschen schon kommen. Und du als Projektor bist nie für alle Menschen. Du bist nie für alle Menschen gemacht. Es werden immer nur einige wenige sein, die dich wirklich sehen und anerkennen und die jetzt gerade zu dieser Zeit korrekt für dich sind und andersrum quasi. Und auch das zu lernen, ja, man ist ja nicht für alle da, ja. Und nicht jeder wird dich sehen und anerkennen. Das ist auch das, was ich zu meiner Tochter immer wieder sage. Die große Tochter, die ist auch Projektorin. Nicht jeder wird dich mögen. Nicht jeder wird dich sehen, so wie du bist. Mhm. Aber das darf dich nicht daran hindern, so zu sein, wie du bist. Ja? Und das ist halt das ist halt der Punkt. Darum geht es im Endeffekt. Und ich glaube, so jetzt in meiner Generation, ich kann es meinen Kindern, oder ich versuche es und ich hoffe, ich schaffe es auf die beste Art und Weise, meinen Kindern das jetzt schon so mitzugeben, ja, dass sie ihr selbst leben dürfen, wie sie es tun dürfen, wie sie es annehmen können, und wie sie es unterscheiden können, vor allem von ihrem Nicht-Selbst. Und ich darf es für mich halt jetzt gerade wieder lernen, ja, seit ein paar Jahren. Aber wenn es ich nicht lerne, kann ich es meinen Kindern auch nicht lernen. Das fängt ja bei mir an. Und das ist auch ganz, ganz viele erwarten, aus dem Verstand heraus, irgendjemandem was beibringen zu können. Ja, ob es jetzt Human Design ist, ob es andere Dinge sind, ganz egal. Es wird nie funktionieren. Nie wirklich funktionieren. Es muss halt aus dem Körper rauskommen. Ja, es muss vorgelegt werden. Genau. Es muss echt und authentisch gezeigt werden. Das ist wie bei mir. Ich bin emotionale Projektorin. Ich kann meinen Kindern nicht beibringen, dass sie ihre Gefühle zulassen sollen, wenn ich selber nicht kann. Wenn ich nicht auch mal da sitze und vor ihnen weine oder auch mal vor ihnen wütend bin, ja, geht ja in alle Richtungen, kann ich nicht von anderen erwarten, seien es jetzt meine Kinder, mein Partner, irgendjemand, kann ich nicht erwarten, dass sie es tun, wenn ich selber nicht kann. Es geht halt immer bei einem selbst los. Und deswegen, auch hier komme ich wieder zurück zur Instagram-Welt, wenn ich mich so zeige in dieser Welt, wie ich wirklich bin. Selbst wenn es keiner Strategie entspricht, selbst wenn es keinem Superplan entspricht, dann erwarten, dass es meine Kunden tun, dass es die Menschen tun, die mit mir arbeiten, dass es andere Coaches tun. Ich muss ja trotzdem irgendwo bei mir bleiben können und wollen. Wo kann ich nur auf die anderen zeigen? Ja, wir haben ja wieder auch bei dem Thema Eigenverantwortung. Ja, und dann kann ich auch für mich entscheiden, mache ich weiter, aber halt my way, ja, auf meine Weise, oder gehe ich, weil das mein Weg ist. Und im Endeffekt entscheidet es meine Autorität. Mein Verstand kann da schon grübeln, wie das wird. Und im Endeffekt wird irgendwann Klarheit da sein und ich werde sagen, hopp oder top, ja oder nein, bleibe ich oder bleibe ich nicht, gibt es einen anderen Weg. Ja. Und
vier der Linien like, im besten Fall zeigt sich der andere Weg schon vorher, wenn ich den einen beende, ja. Und ja, aber im Endeffekt ist es die Autorität, die es entscheidet. Und das ist, glaube ich, als emotionaler Projektor ja nochmal eine Herausforderung. Ne? Ihr müsst ja eh schon, ich sage mal, der emotionale Projektor ist wieder so, oder die, überhaupt so emotionale Menschen, die warten eh schon, ne? Ob der Generator jetzt wartet, dass der Impuls kommt, oder eben der Projektor, der wartet, dass die Anerkennung und die Einladung dadurch kommt. Und dann dürft ihr ja durch diese emotionale Welle noch durch, und das kann ja manchmal noch Tage, Wochen, Monate dauern, bis das dann nochmal Klarheit bringt. Und es ist natürlich, glaube ich, das der größte Struggle für die Emotionalen. Wir haben 50% Menschen, die emotional definiert sind und dadurch eine emotionale Autorität haben. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, schauen wir in die Welt da draußen, so funktioniert unsere Welt ja nicht. Ne? Schnelle Entscheidungen treffen, wenn dir jemand was anbietet, musst du ja oder nein sagen können. Erfolgreiche Menschen treffen Entscheidungen in 3 Sekunden. Nein, nicht für emotionale Menschen geeignet. So, ich meine, ich bin sakral, ich habe keinen definierten Solarplexus. Ich kann spontane Entscheidungen treffen. Aber die 50% der Menschen können es halt nicht, oder beziehungsweise noch mehr. Tatsächlich gibt es ja noch andere Autoritäten, die auch Zeit brauchen. Es ist ja nicht nur die emotionale Zeit, so, sondern auch mentale Projektoren oder auch Selbstprojektoren dürfen ja einfach sich ein bisschen Zeit nehmen, um zu erkennen. Das heißt, ihr seid dadurch ja auch durch eure Autorität oft, wenn es nicht gerade ein Milzprojektor ist, nochmal so ein bisschen ausgebremst. Aber ja nicht ausgebremst im negativen Sinne. Ich finde ja oft, wir glauben halt in dieser Welt von schnell ist Ausbremsen etwas Schlechtes. Aber, und das sehe ich selber auch, obwohl ich ein spontanes Wesen bin mit meiner sakralen Autorität als Generator, ist dieses Human Design entschleunigt ja unfassbar. Es entschleunigt dein ganzes Leben, weil auch ich muss erstmal warten. Also ich muss warten, dass mein Sakral erstmal auf irgendwas anspringt. Und meine Erfahrung zum Beispiel ist meiner sakralen Autorität, wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, mein Sakral sagt ziemlich oft nein und nur manchmal ja. Das heißt, nur weil ich spontan reagieren kann, heißt es nicht, dass ich auf alles da draußen, was irgendwie zu mir gebracht wird, anspringe, sondern es sind ganz viele Dinge, auf die ich gar nicht anspringe. So, bei denen ich immer ganz klar so ein so. Also ich habe mir angewöhnt, wieder wirklich in diesen sakralen Lauten auch zu reagieren und zu machen. Und ich ist halt ganz oft, wenn ich einfach so das rauskomme, dass es so, so, ich merke so, mein Körper macht dann so einen Absacker und dass da mal wirklich so ein Aha kommt, sondern ich merke, alles geht auf. Das ist nicht so oft so. Also auch ne, ich glaube, für uns alle gilt es am Ende des Tages in einer Welt voller Geschwindigkeit und Leistungsdruck und Entscheidungsdruck und auch langfristigem Planungsdruck, ne, auch das ist ja immer so eine Thematik, ist Human Design für mich ein Tool, was mich wahnsinnig entschleunigt hat. Und ich glaube, gerade auch so für all die emotionalen, für die Projekte, also Wesen, die eh nicht gemacht sind für dieses schnell, 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 schnell und noch schneller und noch höher und noch weiter, ist das eigentlich total schön, wenn man das sich erlaubt. Aber die Angst ist natürlich groß, so meine Erfahrung, gerade wenn man eintaucht am Anfang, ist so, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht warten, bis mir jemand eine Einladung ausspricht, weil dann verdiene ich kein Geld und irgendwann kann ich meine Miete nicht mehr zahlen, dann kann ich mich nicht mehr um meine Kinder kümmern, keine Ahnung. Also da gehen ja diese ganzen Thematiken los, wenn wir uns bewusst machen, woher das kommt, ist ja auch wieder nur der Verstand, der natürlich einfach so konditioniert ist von dieser Welt, dass er nicht anders denken kann. Er hat keine Wahl, er kennt nichts anderes. Und gleichzeitig aber auch dieses, okay, und dann sehe ich das so bei Projektoren, wenn sie dann sich erlauben, in dieses Experiment einzusteigen, sehe ich oft eben diese Thematik von so, dann erlauben sie sich zwar auf die Einladung zu warten, aber dann ist jede Einladung halt für sie gleich ein, oh, jetzt muss es losgehen. So, oh, jetzt geht's los, Einladung, los geht's. Und dann nochmal hinzuschauen, weil nur Einladung heißt ja noch nicht korrekte Einladung und ist seine Autorität mit an Bord. So, also es nimmt ja ganz viel, eigentlich ganz viel Druck raus, aber es macht halt im Verstand erstmal mehr Druck, sich diesen Raum zu lassen. Weil der Verstand halt anfängt zu beobachten, was ja gut ist, per se, ja. Aber er sieht halt auch in allem gleich eine Einladung, eine Anerkennung, eine Wertschätzung, eine Möglichkeit. Ja. Dann fängt man an, sich die Welle zu erklären. Jetzt bin ich im Hoch, jetzt bin ich im Tief, jetzt, ah, ist das jetzt klar? Nee, ist keine Klarheit. Ah, doch, doch. Und wenn man halt vom Verstand her denkt, man müsste jetzt XY tun,
dann ist jedes Hoch eine Klarheit oder so, man, weiß ich nicht, man redet sich halt danach schön irgendwo, ja. Also ich meine, man kann sich alles schön reden und das tut man halt auch am Anfang. Und es ist wahrscheinlich aber auch normal, dass es am Anfang so funktioniert, dass es so ist. Und bringt einen wahrscheinlich auch ein Stück weit weiter, wenn man halt weitergeht. Und wenn man halt irgendwann auch anfängt, okay, nee, irgendwie jetzt rückblickend gesehen, ne, ich glaube, ich habe aus dem Hoch heraus entschieden oder ich habe aus dem Tief heraus entschieden. Tue ich ja heute auch noch, um Gottes Willen, braucht man nicht reden. Ich glaube, vor allem eben, wenn man das Gefühl hat, man muss spontan eine Entscheidung treffen, ja, und das sind Kleinigkeiten manchmal, wenn man von Freunden gefragt wird, ob man ins Kino mitgehen möchte oder sowas, dann ist es ja so, der Film läuft halt dann und dann, ja, und ich bin oft versucht, oder ich sage das auch oft, dass ich direkt zusage zum Beispiel, und dann aber am nächsten Tag mir erstmal denke, oh nee, gar keine Energie da. Und was halt wichtig ist für mich jetzt aber auch, ist dann zu verstehen, ich darf im Nachhinein einfach auch ehrlich sagen, hey, nee, doch nicht. Ich habe ja gesagt und doch nicht. Dann kommt natürlich die Angst dazu, was ist, wenn meine Freunde mich nie wieder zu irgendwas einladen, weil ich so, so flatterhaft bin zum Beispiel. Ja, es ist halt auch schwierig. Aber auch hier merke ich immer mehr in den letzten Jahren, mit welchen Freunden ich halt ganz wirklich offen darüber sprechen kann. Und welche halt dann nicht für mich waren. Oder das ist ja auch, der Verstand denkt ja ist immer, es ist schlimm, wenn was auseinandergeht oder wenn sich die Wege halt trennen irgendwie. Dabei ist es halt einfach normal irgendwo, ja. Und ich möchte halt doch schon eigentlich nur die Menschen bei mir haben, die halt wegen mir da sind, wegen meinem wahren Selbst, ja, und die mich halt auch akzeptieren und annehmen. Ich tue das bei ihnen auch. Und ich möchte halt nicht irgendwie da auch noch irgendwie eine Show abziehen müssen. Und ich glaube, zumindest wirklich sagen zu können, oder ich kann es so sagen, dass das aktuell so ist, ja. Und es fühlt sich auch tatsächlich ein Stück weit wie ein Erfolg für mich an, dass ich so weit gekommen bin und wirklich sagen kann, ich habe die Menschen in meinem Umfeld, ja, in meinem nächsten Umfeld, wo ich wirklich ich selber sein kann. Ja, ich glaube, also das sortiert sich ganz natürlich aus. Je mehr wir selbst leben, ist auch meine Erfahrung, umso mehr sortiert sich das auch auf ganz natürliche Art und Weise aus. Weil es ist ja auch wichtig für uns alle, dass wir die korrekten Menschen um uns herum haben, damit die korrekten Einladungen ausgesprochen werden oder ich eben die korrekten Fragen bekomme, auf die ich reagieren kann. Mit den falschen Menschen kommen die falschen Fragen und die falschen Einladungen. Und auch hier, korrekt und falsch ist nicht in der Bewertung von gut oder schlecht, sondern korrekt. So, also wir sprechen im Human Design halt immer von korrekt. Korrekt heißt nicht, es ist besser und es macht mich erfolgreicher und es macht mich größer und es macht mich leistungsstärker und keine Ahnung oder es macht mein Leben irgendwie leuchtender. Korrekt ist erstmal nur, es ist korrekt für mich, weil meine Energie dafür zur Verfügung steht. So. Ja. Genau. Das heißt nicht immer, dass das alles wunderschön und juicy und leuchtend ist, was wir so gerne auch in dieser Coaching-Bubble verkaufen, sondern es geht immer ja positiv. Einfach darum. Ja, genau, auch nicht um positive. Dann halt auch so eine Scheißhaufen. Es ist Korrektheit, genau, aber es ist Korrektheit und auch der Scheißhaufen fühlt sich dann korrekt an und der Scheißhaufen ist nicht wie ein Scheißhaufen, sage ich immer so. Also Herausforderungen sind schon noch da in meinem Leben. Absolut. Aber wenn ich korrekt war, dann machen die nicht so viel mit mir. Dann kann ich dieser Herausforderung standhalten. Dann haut die mich nicht um. Es fühlt sich, es ist jetzt blöd, aber es fühlt sich leichter an, irgendwie in dieser Herausforderung, wenn du da korrekt rangegangen bist. Auch wenn du natürlich auch, selbst wenn es, weiß ich nicht, selbst wenn es eine Trennung ist oder selbst wenn es wirklich eigentlich so neutral betrachtet eine scheiß Erfahrung ist, aber dein Körper wird sich da leichter durchnavigieren, wenn du da korrekt reingegangen bist. Die Erfahrung hat ja, Glück sagt, einen Sinn irgendwo, ja. Also sie ist ja für dich. Es ist halt deine Erfahrung, weil du dein Leben lebst. Dein Leben und nicht das von irgendwem nachgeahmt aus dem Nicht-Selbst heraus, sondern es ist dein Leben, es sind deine Erfahrungen. Und irgendwann wirst du immer sagen können, ja, das war für mich. Ich habe was daraus lernen können, was ich dann teilen konnte, wodurch ich andere empowern oder unterstützen konnte.
Wie auch immer. Aber korrekt heißt es halt nicht positiv. Mhm. Ja. Nein. Das echt. Mir kommt gerade eine Frage. Wir haben die vorher nicht besprochen, aber ich möchte dir gerne gerade mal so einen Raum schmeißen und mal so deine Projektorexpertise dazu haben. Wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen, was korrekt ist und was nicht und wie Herausforderungen ja auch uns an uns rantreten und dass es auch Situationen in unserem Leben geben wird, in denen wir neutral betrachtet in der Scheiße stecken. Aber wenn es korrekt war und es ja nicht umhaut, ist dann nicht auch so, das ist jetzt nur so ein Gedankengang von mir, ist es dann nicht auch so, dass, wenn wir mal so rausgucken, also gerade so wie gesagt in unserer Bubble von Coaching und Co., gerade aktuell finde ich, ist gerade das Thema Traumata, Nervensystem ist ja sehr, sehr präsent da draußen, ne? Wie ganz viel um Traumata auflösen, um alte Blockaden auflösen, Emotionen, die irgendwo abgespeichert sind aus alten Erfahrungen und. Ist dieses Thema Traumata und ein ständig dysreguliertes Nervensystem dann nicht im Prinzip eine Konsequenz daraus, dass wir nicht korrekt navigieren, dass wir im Prinzip die Situation, in denen wir in der Scheiße stecken, aber aus dem Nicht-Selbst heraus, also nicht aus unserer Korrektheit heraus, dass das die Situationen sind, die wir dann auch im Prinzip in uns als ein Trauma abspeichern, mhm, und uns dadurch auch dysregulieren und da im Prinzip, ne, Ra hat immer davon gesprochen, wenn wir aus einer Entscheidung aus dem Verstand treffen, dann hat das für uns Konsequenzen und zwar unser Leben lang. Jede Entscheidung, die du aus dem Verstand triffst, ist nicht nur, oh, das war jetzt mal Kacke, sondern die wird sich dein Leben lang für dich durchziehen. Eine korrekte Entscheidung, du tust das Ding und du hast es irgendwann abgeschlossen und dann ist es fertig. Und jetzt, gerade so auch in unserem Gespräch, wie empfindest du das? Ist dann Traumata vielleicht nicht auch einfach ein Ergebnis aus Nicht-Selbst-Entscheidungen, die wir getroffen haben und unser Körper konnte sie dann nicht verarbeiten, weil sie einfach nicht korrekt für uns waren? Spannend. Spannende Frage, Ansicht. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit sofort an meine Kinder, beziehungsweise an Kindheit quasi, mhm, meinen Kindern jetzt so zuschaue und sie treffen Entscheidungen oder sie tun Dinge und ich sehe oder ich spüre oder ich bewerte es zumindest so, als wäre es wirklich aus ihnen selbst heraus getroffen, ja, und irgendwas geht schief dabei, ja, schief, ja, was ja zum Beispiel bei einem Dreierlinienkind auch mal so ist, ja, sonst passieren ja doch mal irgendwie crazy Sachen. Ups, Scheißhaufen, yay. Und es ist so, ja. Also ich habe ja eben eine 1-3er-Tochter. Mhm. Und da passieren halt die Dinge und es ist so. Und es macht irgendwie gefühlt nicht wirklich was mit ihr, solange ich da keine Story draus mache, ja. Solange ich ihr keine Bewertung mit reingebe, ja. Sondern wenn ich nur ihren Körper dabei beobachte, die Dinge passieren, die Scheiße passiert und weiter geht's. Mhm. So. Ich glaube schon, dass dann von klein auf natürlich diese Konditionierung schon schnell dazu kommt, durch Eltern, durch die Gesellschaft, durch sonst was, diese Bewertung einfach von gewissen Dingen, ja, manchmal wird dir ja auch vielleicht erzählt, wie du dich fühlen solltest, obwohl du es gar nicht tust, ja, also auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich glaube schon, dass wir Entscheidungen, die wir aus dem Verstand heraus treffen, dass wir die definitiv länger spüren, dass die länger was mit uns machen, dass wir die anders verarbeiten, körperlich einfach, weil der Körper sie ja eigentlich so nicht haben wollte, mhm, oder? Irgendwie. Und ich glaube schon, dass es, ja, das Nervensystem per se ist ja auch, hängt ja auch ganz viel mit dem Emotionszentrum zusammen. Und ich denke, ich habe schon immer wieder, also für mich gesprochen, das Gefühl, mein Nervensystem zeigt sich sehr, sehr stark, wenn ich entweder eine Entscheidung, die ich treffen sollte, nicht treffen will, aus dem Verstand gefühlt. Und trotzdem ist aber ja auch immer irgendwie eine Grundnervosität da, selbst wenn ich korrekte Entscheidungen treffe. Und hier, glaube ich, kommt dann wieder eine Bewertung mit rein. Mhm. Diese Nervosität, ja, kommt im Emotionszentrum, ist ja da. Ja? Also die wird immer da sein, selbst wenn ich korrekte Entscheidungen treffe. Aber oft bringt mich ja
diese Angst vor der korrekten Entscheidung. Es kann ja sein, sagen wir mal, du bist seit 20 Jahren in der Ehe und deine Autorität sagt dir, du musst dich trennen und du tust es nicht, dann wird dein Nervensystem, glaube ich, wesentlich stärker reagieren, als wenn du dann diese vom Verstand her gesehen doofe Entscheidung zwar triffst, aber dein Nervensystem wird sich beruhigen, wird ruhig sein, weil es ja die korrekte Entscheidung für dich gewesen wäre. Ich denke, da könnten wir uns jetzt ewig lang drum rumspinnen. Wäre wahrscheinlich ein eigenes Podcast-Thema. Da, wo kommt was her? Wie entstehen dann wirklich die Traumata? Aber ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Ist dann einfach eine Energie, die halt feststeckt irgendwo. Weil sie nicht der Körper sie nicht entschieden hat und er sie dadurch wissen durfte. Genau. Weil das ist eigentlich das Zusammenfassendste. Die Energie bleibt stecken, bleibt sitzen. Wir bezeichnen sie als Traumata. Und kommen mit dem Verstand, mit der Bewertung daher, quasi im Sinne von, es ist ein Trauma, weil XY passiert ist, weil mir XY angetan wurde, wie auch immer. Und es ist so, weil die Energie feststeckt, weil die korrekte Entscheidung nicht getroffen wurde. Weil wir eben nicht mit unserem Körper gegangen sind, quasi in dem Fall. Ja. Was natürlich jetzt nichts irgendwie degradieren soll oder einen passiert. Genau. So. Ja. Genau, einfach das nur mal vom Energetischen gesehen her, wenn Energie feststeckt, festsitzt, die wir dann als Trauma bezeichnen, war es wahrscheinlich eine Entscheidung, die wir nicht korrekt getroffen haben. Genau. Ja, wir sprechen ja auch davon, oder Ra spricht auch immer wieder davon, wenn wir Entscheidungen aus der Autorität heraustreffen, mit Strategie und Autorität, dann fließt die Energie ja. Ja, genau. Für das wir uns entschieden haben. Ja. Und wenn wir aus dem Verstand entscheiden, dann geht dieser Energiefluss nicht los in uns. Und das, ne, so, also wie gesagt, nur mal so ein Gedankenspiel fand ich gerade irgendwie ganz spannend. Das kann jeder so einfach mal, der das hier hört, mitnehmen für sich und mal gucken und so reflektieren. Ich finde sowas ja dann auch einfach, wenn ich solche Impulse habe. Ne, mein 43-23-Kanal, individueller Geistesblitz, so manchmal kommen dann solche Dinge raus. Aber ich finde es immer sehr spannend, weil ich reflektiere das dann gerne auch immer für mich. Wo ich in meinem Leben eben auch Entscheidungen getroffen habe aus meinem Verstand und ob das Themen sind, die mich heute noch begleiten. Und jetzt so spontan würden mir da locker 10 Stück einfallen, wo ich sage, ja, diese Dinge aus meinem Verstand getroffen und das sind Themen, die bei mir in meinem Leben immer wieder hochgekommen sind und die immer wieder was mit mir gemacht haben. Und es gibt Dinge, die habe ich erlebt so in den letzten Jahren und wie gesagt, auch da war ja nicht alles schön, aber aus der Korrektheit heraus, die für mich abgeschlossen sind. Dass die Thematik so, ne? Also einfach mal so als Reflexionsfrage mit rein, ob das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und ja, natürlich, ne? Also ich weiß, ich höre jetzt schon die Stimmen von, ja, aber wenn ein Kind in so einem Haushalt geboren wird, wo es missbraucht und keine Ahnung, kann es ja auch nicht. Ja, natürlich, aber sind wir ehrlich, es kann ja auch in dem Fall keine korrekte Entscheidung treffen, weil die Entscheidung für es getroffen werden. Also hat es ja am Ende doch wieder was damit zu tun, nicht korrekt sein zu können. Dann halt, weil das Außen was drauf deckelt. Ja. So, also genau, also einfach mal so mit rein in den Raum. Aber jetzt vielleicht nochmal den Schwenker zu Instagram. Oder, ja, wolltest du noch was sagen? Nur rein, einfach das mal rein von Money Care betrachten, ne? Wenn es einfach nur um geht, korrekte Entscheidung, nicht korrekte Entscheidung quasi. Ich meine, wir wissen alle, wie schwierig es sein kann, korrekte Entscheidungen zu treffen. Das ist, glaube ich, das für alle. Angefangen dabei, dass man einfach erstmal dem Körper die Möglichkeit geben. Ja, man muss dem Körper erstmal die Möglichkeit geben, es zu tun. Man muss anfangen, es zu fühlen wieder. Man muss ja erstmal wieder in diese Verbindung gehen. Ja? Das ist ja immer der erste Schritt erstmal, wieder in diese Verbindung zu gehen, um es überhaupt zu spüren und das Sakral wirklich zu hören. Ja? Wie tönt es? Wie zeigt sich das bei mir? Wenn dir als Kind vielleicht schon immer wieder gesagt wurde, sprich anständig. Oder eben sich zu erlauben, auf emotionale Klarheit zu warten, wenn deine MG-Mama immer gesagt hat, so, schneller, schneller, schneller. Also all diese Dinge muss man sich ja erstmal wieder erlauben. Und das ist natürlich nicht der einfachste Weg. Und es geht nicht von heute auf morgen. Da muss man mit sich in die Verbindung gehen. Und das ist halt, ja. Und das ist erstmal, wie funktioniert meine ganz eigene Mechanik? Und wie fühlt es sich für mich an? Wie hört es sich für mich an? Wie ist es für mich? Voll schön. Sehe ich ja genauso. Und das ist so dieses, ne, also
man hört es ja jetzt bei mir auch, ich mache immer, ich habe das mir jahrelang nicht erlaubt. Also ich habe zwar immer dieses, da kam so dieses, es kam raus, aber ich habe halt den Mund gehalten. Ich meine, ich habe dann trotzdem im Kopf, also ich war schon immer so ein Wackeldackel in Unterhaltung, so typisch sakral, aber ich habe mir die Töne nicht erlaubt. Und ich mache das halt total viel wieder. Und ja, ich werde ganz oft gerade für Menschen, die das nicht kennen, also ich meine, klar, ich habe viele meiner Bubble, die Human Design kennen natürlich, die wissen dann, warum ich ständig so bin. Menschen, die dann mich nicht kennen und ich bin mit denen in Unterhaltung. Oder ich laufe auch einfach, ich töne auch manchmal, einfach, wenn ich neben mir herlaufe, oder ich seufze laut oder ich gähne laut. Also ich lasse halt einfach meinem Körper die Geräusche machen, die er machen möchte. Und ich werde halt heute noch von Menschen, die da nicht mit umgehen können, die das so nicht gelernt haben, das zuzulassen, halt einfach schräg angeschaut. Und das ist natürlich eine Herausforderung, dann trotzdem immer wieder bei mir zu bleiben, mir das zu erlauben, weil das so wichtig ist für mich. Also ich habe gemerkt, ich habe die sakrale Autorität zum Beispiel erst aus dem Verstand heraus versucht zu lernen, ne? Human Design am Anfang im ersten Jahr ist ja immer so ein bisschen dieses aus dem Verstand Human Design machen. Es funktioniert nicht. Aber ich habe dann halt auch versucht, wieder meinen Körper zu hören, meine Bauchstimme zu hören. Habe halt dann so, ah, warte mal, wird es jetzt weit? Ja, irgendwie wird es weiter. Wird es jetzt eng? Ja, irgendwie wird es enger. So, also ich habe mit meinem Verstand diskutiert, was ich in meinem Bauch wahrnehme. Leute, ich sage euch jetzt mal an alle sakralen Wesen da draußen, es funktioniert nicht. Tatsächlich war meine Befreiung, wirklich mein Sakral wieder wahrnehmen zu können, war das Erlauben von Tönen. Der Moment, wo ich mir nicht mehr verboten habe, blöde Gesichter zu ziehen, das ist ja oft auch Mimikgeschichte, ne? Man sieht einem Generator, einem sakralen Generator an, ob er dabei ist oder nicht. Und gleichzeitig aber auch wieder dieses Töne, wenn mich einer angesprochen hat, wieder, so, es sind manchmal wirklich ganz primitive Töne, das ist wirklich spannend, ich muss selber manchmal über mich lachen, was da rauskommt. Aber das ist es, was im Prinzip schneller da ist als mein Verstand. Und das ist es, worauf ich mich verlassen kann. Ja. Nicht der Moment, wo ich mit meinem Verstand auseinandernehme, warte mal, ist jetzt weit oder eng geworden in mir? Sondern bin ich ja schon hier. In dem Moment, wo ich darüber nachdenke, ist ja schon zu spät. Ne? Es ist so, ich brauche dieses, also ich merke dieses Geräusch, deswegen gebe ich das in meinen Kurs noch immer mit, alle Sakralen, fangt wieder an zu tönen, egal wie blöd ihr euch dabei vorkommt, glaubt mir, irgendwann ist das schön, weil das ist das, was unserem Körper ganz natürlich entspricht, sind Geräusche machen. Wir sind Körpergeräuschmacher und das ist okay. So, ne? So, das darf da sein und das bringt uns wieder hin und das ist dieses, wir können mit dem Verstand nicht verstehen, was es heißt, der Autorität zu folgen. Es ist ein Lernen, indem wir es ausprobieren, also dieses Experiment tatsächlich auch wagen, um wieder zurückzukommen an diesen Punkt von, hey, ich höre meine Körperweisheit. Und wirklich zu wissen natürlich erstmal gehen wir über den Verstand, was ist denn meine Körperweisheit? Ne, wir haben 7 verschiedene, was ist meine Körperweisheit? Um zu verstehen, wie funktioniert sie rein mechanisch? Und dann aber aus der Mechanik im Prinzip aus dem Kopf rauszugehen und die Mechanik im Körper wahrzunehmen. Das ist einfach ein Prozess. Und man lernt es nicht in 3 Wochen. Also deswegen sehe ich immer, wenn ich diese Post sehe von in 12 Wochen wieder zu dir werden mit Human Design oder in 12 Wochen Coach werden mit Human Design, dann stellst du mir mal alles hoch, weil ich denke, in 12 Wochen da hast du keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und das heißt jetzt nicht auf der anderen Seite, du musst jetzt 7 Jahre erst gehen, aber 12 Wochen nicht. 12 Wochen lernst du ja auch erstmal alles, was du für den Verstand brauchst. Aber hast du da noch gar nichts gemacht im Endeffekt oder dich wirklich selbst beobachtet oder Es hört ja nicht auf, es zu beobachten und zu analysieren. Und dafür ist ja der Verstand da, dieses Reflektieren, Analysieren, Beobachten, ja. Aber wie du schon sagst, das kannst du dann ganz, ganz oft ja erst im Nachhinein machen. Du kannst dann sagen, ah ja, da war der Ton da. So, das natürlich dann sagen. Ich kann auch im Nachhinein sagen, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und der Ausdruck da war, ja, und es ist ein körperlicher Ausdruck, ja, wo mich, ich bin ja ein Energieprojektor, ja, ich habe ja die, also wie gesagt, Wurzel Emo habe ich ja definiert und Selbstkehle. Und wenn mich mein Körper einfach hochschmeißt und die Energie da ist, um jetzt auf einmal, ja, Entscheidung XY zu treffen. Und im Nachhinein kann ich sagen, ja, stimmt, die Energie war dann da. Und das ist halt der Punkt für mich als Projektor, da merke ich halt ganz klar, wann eine Entscheidung dann wirklich korrekt war im Nachhinein, weil ich merke, die Energie war da dafür. Die Energie war da, ich konnte es tun. So wie ich jetzt
hier sitze mit dir und du hast mich eingeladen und du hast im Endeffekt hast du mir alles schön serviert auf dem Tablett, ja, du hast mir Termine vorgeschlagen, du hast mich mehrmals gefragt, du hast mir die Zeit gelassen, mich zu entscheiden, ob ich hier sein möchte. Du hast mir den Link, alles schön. Ich muss ja nur hier sein quasi und ich merke jetzt, ich kann die Energie aufbringen, um mit dir hier zu sprechen. Und ich weiß auch ganz genau, wie sich's anders anfühlen könnte, weil ich habe auch schon zu Podcast-Interviews zugesagt, ohne wirklich auf Klarheit zu warten. Mhm. Und dann, also, ist ein Unterschied, ist einfach ein Unterschied. Und das kann ich jetzt im Nachhinein wieder sagen, die Entscheidung war korrekt. Mhm. Ich sollte jetzt hier sein und mit dir hier sprechen, weißt du? Und das ist halt, das braucht einfach unglaublich viel Zeit. Mhm. Das wirklich, wirklich sich kennenzulernen. Mhm. Und die Entscheidung hier ist, war jetzt nicht so, dass ich sie schnell getroffen hätte, ja, nach deiner Anfrage. Und es gibt aber auch Entscheidungen, da ist einfach die Klarheit schneller da. Es ist halt nicht dieses Hoch-Tief-Klarheit. Schlaf mal 2-3 Nächte drüber. Diese ganzen Tipps und Tricks, es ist schön vielleicht für den Anfang, um reinzustarten, aber man darf dann auch wissen, bei mir kann es komplett anders laufen, auch je nach Welle, je nach Definition, prinzipiell. Es ist einfach jeder so unglaublich unterschiedlich und da kommt es halt einfach nur darauf an, sich selbst kennenzulernen. Mhm. Ja. Absolut. Ich würde dir helfen, wenn man vorher 30 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre konditioniert war. Ja, genau. Also es braucht Zeit. So, ich sage immer, gib dir halt wenigstens 2-3 Jahre Zeit, bevor du bewertest, ob das Experiment für dich funktioniert oder nicht. Also weil ich sehe halt auch viele, die wieder aufgeben relativ schnell, so, weil ne, die wieder zurück in Verstand gehen oder in andere Techniken, weil es halt dann nicht schnell genug geht, so nicht schnell genug das Traumleben manifestiert. Naja, Human Design wird dir das auch nicht zeigen, wie es funktioniert. Und aber auf der anderen Seite, oder auch viele sehe, die einfach stecken bleiben in diesem Verstand, auf dieser Verstandebene, auch mit Human Design ganz oft. Gerade auch Projektoren beobachte ich da viel, die halt an der Oberfläche bleiben. Und ich meine, ihr seid eigentlich hier, um wirklich tief zu gehen. So, ne? Also wirklich, wirklich tief zu gehen. Ich sag mal, einem Generator reicht tatsächlich, wenn du ihm sagst, wie seine Strategie und Autorität ist. Aber ein Projektor ist eigentlich gar nicht da, um so an der Oberfläche zu bleiben, sondern er braucht ja die Tiefe, das Verständnis für den anderen. Ne? Ihr seid ja immer fokussiert auf das andere. Ihr müsst die Menschheit verstehen. Und dafür dürft ihr natürlich erstmal euch selbst verstehen, um wieder so ein bisschen bei euch anzukommen. Und dann noch zu helfen und zu guiden. Also. Hey, das war's mit dem ersten Teil dieser Interviewfolge. Da diese Folge recht lang geworden ist, weil Vanessa und ich im Austausch immer mehr Fragen auch einfach mit aufgenommen haben, weil es sich einfach ergeben hat und weil wir den Flow und die Energie auch einfach nicht unterbrechen wollten, haben wir entschieden, es genau so zu lassen und diese Folge dementsprechend in 2 Teilen hochzuladen, so dass du das Ganze auch einfach für dich in deinem Tempo anhören kannst. Hat dir diese Folge also gefallen und magst du noch tiefer eintauchen in die Thematik rund um Instagram, Business, Selbstständigkeit, wie das für den Projektor überhaupt korrekt funktionieren kann und auch was das mit unseren anderen Energietypen so macht, dann hör dir auch gerne den 2. Teil unseres Austauschs an. Das war's auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Dabeisein und vor allem dafür, dass du bereit bist, deine Einzigartigkeit zum Leuchten zu bringen. Ich freue mich, wenn wir uns auch auf anderen Wegen connecten. Folge mir also gerne auf Instagram unter Steffi Lives Her Design oder komm in meinen Human Design Telegram-Kanal. Alle Links findest du in den Shownotes unter dieser Folge und immer dran denken, bei Risiken und Nebenwirkungen folge deiner Strategie und Autorität. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Steffi. We'll be right back.